So, heute guten Gentlemen, und jetzt kommen wir zurück zu The Binding of Isaac. Und diesmal wieder mit Isaac selbst wird gespielt, weil er, boah, es ist ja sein Spiel und nicht das von einem Mädchen. Und haha, boah, ihr seid, ah, es ist ja ein mieser Kack schon wieder. Schwester Maggie, oh, ja, cool, ah, das ist immer gut. Ach, gut, wenn ich jetzt eine Bombe lege, liegt denn auch eine Bombe? Oh mein. Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Ja, okay, danke. Interessant. Wow. Okay. Stirbt. Oder so. Ungefähr. Jawohl. Und diese kleinen komischen Viecher da. Oh, oh, hier. Schwarzer Brocken. Bedeutet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Oh, du bist doch echt ein Depp. Du bist doch echt ein Depp. Ein Depp ist er. Naja, okay. Gut, was soll's, was soll's. Relativ kleiner Dungeon. Duke of Lies. Der Duke der Fliegende. Okay. Was war das jetzt? Das fand ich schon wieder sehr lustig. Naja, Schwester Maggie. Los, los, los. Ja. Keine Fliegende. Oh ja, oh ja. Oh wow, bam, 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 bam. So, bitte jetzt kein Leben mehr verlieren, weil das wäre halt einfach praktisch. Das ist halt einfach sehr praktisch. Und von der Mutter der Lippenstift macht halt uns einfach schon wieder unglaublich krass. Oh, das, ich hab's irgendwie im Blut schon wieder, dass das ein ziemlich geiler Lauf wird. Habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle es aus irgendeinem Grund. Okay. okay. Wie bitte? Okay, ja, warum nicht? Oh, wow. Oh, nein. Das sind so alles, das ist... So, na. Und was bringen sie das jetzt? Weiß man nicht, oder? Ne, weiß man nicht, okay. Lieber mag ich ein Pinky Eye als kein Pinky Eye. Oh, wartet mal. Jetzt verstehe ich das. Manchmal habe ich Bock, ein Gift-Scheiß rauszuhauen, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Oder wie habe ich das gerade verstanden? Oh ja, das ist sehr cool. Das ist einfach hervorragend. Das ist einfach hervorragend. Okay, das ist interessant. Das ist sehr interessant, finde ich. Wow, das ist das. Sowas hasse ich echt wie die Pest. Und vor allen Dingen. Ja. Komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, hier ist schon wieder der Boss, aber der Chef. Mein Gott, brauchen wir jetzt nicht unbedingt gleich auf Anhieb. Ja, klar. Lass den hier um die Ecken gehen, ne? Einen habe ich. Boom. Sehr cool. Den Boom, der gibt uns gleich mal 10 Bomben. Ja, wir brauchen unbedingt 16 Bomben. Wir haben eine Lunte am Kopf. Das bedeutet aber, dass wir ziemlich krass den nächsten Endboss. Naja, wisst schon, ne? Ja. Genau so habe ich das gemeint. Das ist immer praktisch, Mann. Es ist immer praktisch. So. Komm, wir haben so viel Bomben, ne? Bevor ich es mir damit
Ah, sehr danke. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, das... Ja! Was war das jetzt für eine Musik? Das war jetzt irgendeine Musik. Ach so! Was zum Teufel ist das für ein geiler Raum gewesen? Weiß man nicht. Okay, gut. Nö. Nimm ich. Ist okay. Akzeptiere ich so. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ah, der Pin. Super. Das ist ein einfacher Gegner. Der geht. Der geht. Der geht. Der geht. Auf jeden Fall, der geht. Als Gegner geht der. Okay, okay, komm her, komm her. Oh, wow, 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 wow. Shit. Jawohl. Jawohl. Komm, 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 komm. Gleich haben wir den, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Und. Ja. Ausgezeichnet. Und was haben wir hier? Oh mein Gott. Leute, Leute. Ah ja, genau. Hier haben wir einen coolen Raum. Einen coolen Raum. Und zwar ist es ein Dämonenraum. Und hier können wir gegen Herzen dämonische Fertigkeiten erlangen. Das hat, glaube ich, war Gecko MD. Aber mir sind die Herzen echt gerade leider zu krass wichtig. Wobei ich hier eins habe. Und ach, jetzt ist der Raum sowieso weg. Ja gut, hat sich erledigt. Eklar. Oh ja, oh, sehr gut. So, wir befinden uns in den Katakomben. Oh mein Gott, diese fetten Fliegen. Oh mein Gott. Alter, was zum Teufel. Ich muss schon sagen, ne? Nicht schlecht. Ey, nicht schlecht. Diese Fliegen, ne? Die haben so faustdick hinter den Ohren. Ja, okay, die nicht. Die ist langweilig. Eine von denen ist langweilig. Oh. Uhuhu. Ah ja, sehr gut. Perfekt. Gleich der Endboss. Ich meine, wir könnten theoretisch gleich hingehen, weil mit jedem weiteren Raum tun wir uns natürlich weiteren Konsequenzen stellen, wenn man das mal so sieht. Aber es könnte natürlich auch ein Raum... Mir fehlt da noch so eine besondere Fertigkeit. Oh wow, das ist unglaublich schwierig, hier sich auf alles zu konzentrieren. Aber ich sag's euch, dieses Giftteil, das ist ziemlich cool. Okay, wir haben hier einen... Oh, warte, wir gehen... Und guck mal, was der zu bieten hat. Ich guck mal. Ich kaufe mir jetzt noch nicht das Leben, weil das wäre einfach nur wieder krass die Verschwendung. Okay, sehr gut. Komm. Jawohl. So, und jetzt. Jawohl. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Okay, ja, gut. Eh kein Problem. Tja, das hingegen ist ein Problem. Aber gut, dem stelle ich mich jetzt nicht weiter, weil ich habe eigentlich schon ein paar Schlüssel. Auf den einen soll es jetzt nicht ankommen. So, jetzt geht es hier nur noch einmal runter. Und das ist natürlich praktisch. Dann lasse ich mich doch nicht lumpen. Und ja, nehme mir das doch alles. Das ist doch alles wunderbar. Au, 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 au. Okay, hier haben wir nochmal einen Schlüssel. Können wir hier gleich aufsperren. Und was haben wir hier? Das Stundenglas, was auch immer das macht. Aber wenn ich es jetzt rausfinde, dann ist halt das weg, was auch immer es bringt. Ich kann ja mal gucken, irgendwann... Ah ja, genau, jetzt kaufe ich mir nämlich das Herz. Dankeschön. Habe jetzt auf jeden Fall schon mal wieder 5 Herzen. Und damit sollte eigentlich der nächste Endgegner schaffbar sein. Er sollte schaffbar... Also wirklich, er sollte schaffbar sein. Ansonsten verliere ich schon wieder sämtlichen Glauben an alles, was ich besitze. Gucken wir mal, was das jetzt für ein Gegner ist. Ah ja, genau. Ah, das sind sowieso die mit ihren Kackehaufen, ne?
Ja, eben die mit ihren Kackehaufen, ne? Oh, wow. Das einzige Problem an diesem... Oh, ja. Oh, was zum Teufel? Damit haben wir tatsächlich einfach mal... Ja. Der stirbt so vor sich jetzt hin. Ja. Ist doch eh klar, oder? Ja, ist doch eh klar. Ah, perfekt. Oh mein Gott. Okay. Das ist ein guter Lauf. Das ist ein echt guter Lauf. Das ist ein ziemlich guter Lauf. So, jetzt befinden wir uns in den Kammern und eine Perücke ist drin. Daraus werden wir zu Madeleine. Gehen wir gleich runter. Oh, scheiße. Oh nein. Kann es sein, dass der ziemlich mies ist? Oh, spielen wir hier Bomberman oder was? Wir spielen hier tatsächlich Bomberman. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Anlehnung an Bomberman ist. Hoppala. Wird's bald. Tja, danke. Danke dafür. Gut, war jetzt nichts Schlimmes. Oh, interessant. Oh, die Pillen schon wieder. Boah, ich... Ist schwierig, das ist schwierig. Oh wow, das ist ebenfalls schwierig. Aber das ist natürlich schon gemein, wenn wir hier über den halben Raum schießen können. Und ja, er kann hier einfach nichts machen, ne? Okay, und jetzt könnten wir theoretisch hier wieder reingehen. Ich meine, wir haben 7 Schlüssel, ey. Wir haben 7 Schlüssel. Wir dürfen anscheinend gar nicht mehr hier diesen Schlüssel kaufen, ne? Weil wir genug haben. Ich weiß nicht, wie man es sonst anders sagen könnte. Boah, ich weiß nicht, ob... Ich meine, es könnte auch echt... Nee. Ich spare mir die Bombe und ich spare mir alles andere. So, super. Und jetzt killen wir mal kurz den über den halben Raum. Und was ist... Aber die Frage ist jetzt, was die macht. Nee, dann nehme ich lieber das Auge, weil damit habe ich halt manchmal diese Giftkugel. Wow, das war knapp. Das war weniger knapp. Das war dämlich. Oh, das ist schon gemein, das ist schon gemein. Muss ich schon sagen, das hat schon was Gemeines. So, danke. Dann einmal nochmal hier. Schon wieder die. Diese dämlichen Feuer können wir ausmachen. Oh, das ist ja lustig. Das ist interessant. Das ist ja interessant. Oh, wir können hier wieder reingehen. Vielleicht kriegen wir wieder irgendwas Gutes. Was? Eieieiei, jetzt können wir wirklich über den ganzen Raum schießen. Jetzt können wir tatsächlich über den ganzen Raum fast wegschießen. Oh, wir schauen auch echt nicht mehr gut aus. Wir schauen auch echt nicht mehr gut aus. So. Oh, das ist halt echt gemein, liebe Leute. Okay, aber das ist gut. So, und da unten müsste jetzt der Boss sein eigentlich. Ja, gut, das war zu befürchten. Ach nee, ach, noch eins weiter. Tatsächlich. Das ist doch ein kleines, mieses Stück, ey. So, was ist hier noch unten? Ah, hier unten ist nichts. Okay, gut, dann gehen wir jetzt leider mit einem halben... Ah, wir gucken jetzt einfach mal. Komm. Husk. Ah, ich glaube, der geht. Der geht, oder? Es ist schon auf jeden Fall gemeiner. Es ist auf jeden Fall schon gemeiner. Ja, der ist schon gemeiner. Der ist schon gemeiner. Der ist schon gemeiner. Vor allem mit diesen dummen Spinnen und Fliegen, ne? Macht es natürlich. Ist es natürlich ein bisschen gemeiner. Aber er macht den Eindruck, als wenn er gleich einpacken geht. Natürlich! Okay. Ja, so, jetzt mal, lass uns nicht aus der Ruhe bringen. Und das führt mir jetzt aus der Distanz. Und dann haben wir es schon wieder geschafft! Oh mein Gott!
Da haben wir den Koch. Okay, ich glaube, es geht einfach gar nicht mehr Speed up. Das geht einfach nicht mehr. Okay. Wir sind jetzt wieder in den Tiefen. So. Wir werden schon wieder angeschissen. Aber jetzt rächen wir uns, weil ich glaube, jetzt. Jetzt ist es soweit. Ich meine, wir gucken sowieso... Ach so, warte mal. Ach, jetzt verstehe ich. Ach, wir sind von der Geschwindigkeit sind wir hier unglaublich hoch. Ah, okay. Oh, wow. Wir sind schnell wie... es ist unglaublich. Oh, was ist das denn für ein krasses... Nee, ich habe nicht genug Bomben. Her damit. Nur der Herr damit. Was ich mir theoretisch vorstellen könnte, ist, dass ich mit dieser Sanduhr theoretisch die Zeit verlangsamen könnte. Das könnte... würde Sinn ergeben. Oh, wow. Das ist doch echt... Was? Wow, das ist ziemlich abgefahren. So, stirb, du mieses Ding. Du wirst jetzt auch sterben. Und los! Jawohl, Nickel! Oh, das ist natürlich doppelt und dreifach gemein. Ich hasse diese miesen... So, dankeschön. Auch dafür gibt es jetzt erstmal... So. Ach, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Was war jetzt? Oder was macht es jetzt? Man weiß es nicht. Man weiß leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Was zum Teufel? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist halt einfach mal echt eine gemeine Kacke. Das ist ja eine gemeine Kacke. Wow. Ist das krass oder ist das einfach nur krass? Das ist echt unglaublich krass. Wow. Das ist ja echt... Oh nein. Wir haben unser Pinky Auge verloren. Okay, gut. Wir müssen schnell hier raus, weil... Oh, verdammt. Oh, jetzt wird's ziemlich haarig. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ja, gut. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Weil die ziemlich... Okay, gut. Dann lasse ich mich halt ziemlich hart vernichten. Bitte. Snoop the Whoop. Okay, es ist halt echt schrecklich. Oh, was ist los? Oh, wow. Und ich laufe halt noch da rein. Oh, das ist... Oh, was ist? Oh, das ist einfach irgendwie gar nicht mehr gut. Okay. Wow. Ich habe nur noch ein halbes Leben wohlgemerkt. Das darf man nicht vergessen, ne? Ach, Schande. Ich habe schon wieder gedacht, dass das echt ein guter Lauf war. Oh, was ist los? Oh Gott, nein! Das gibt's nicht! Oh krasses Ding. Das ist unglaublich. Das ist so Wahnsinn. Da. Es gibt, also ich denke mal, umso weiter man kommt, umso wichtiger ist es, dass man sofort zum Endgegner kommt. Ich glaube, das ist die Theorie, die ich jetzt gelernt habe. Und damit schließen wir das. Schade. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei The Binding of Isaac, sagt euch, ich schaff das noch. verdammt. Naja, wenn ihr wieder dabei seid, mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi!